Die Eltern aus Unterjoch waren extra nach München gekommen, um die Sitzung im Bildungsausschuss zu verfolgen. Hier wurde über die Petition der Eltern entschieden, die Zwergschule im Dorf zu erhalten. Handzeichen. Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstimmenanzeigen. Das ist die, sind die Fraktionen SPD, Freie Wähler, Bündnis 90, die Grünen. Enthaltungenanzeigen. Keine. Damit ist dieses Votum angenommen und der Schulstandort Unterjoch geschlossen. Die CSU setzte damit die Schulschließung durch, gegen die Stimmen der Opposition. Das einzige Ausschussmitglied aus dem Allgäu ist Thomas Gehring von den Grünen. Sein Fazit nach dem Beschluss? Ja, ich kann nicht zufrieden sein mit dieser Entscheidung, weil einfach die Chance verpasst worden ist, ein Modell auf den Weg zu bringen, um den Standort Unterjoch zu erhalten. Die Entscheidung ist jetzt, dass Unterjoch geschlossen wird zum kommenden Schuljahr, eine Schule, die immerhin seit 200 Jahren besteht. Sicherlich sind die Schülerzahlen gering in Unterjoch, aber wir glauben, wir haben das Thema kleine Schulstandorte in den nächsten Jahren in Bayern noch mehr. Und deswegen war mein Plädoyer, hier einen Modellversuch zu machen. Doch dazu kam es am Ende nicht. Die Petition der Elterninitiative war die letzte politische Hoffnung für einen Erhalt der Schule. Mit dem Lernen in der kleinen Klasse in Unterjoch ist es damit nach diesem Schuljahr vorbei. Die Eltern müssen jetzt den Blick nach vorne richten und für ihre Kinder eine neue Schule suchen. Stehen drei Standorte eigentlich für uns zur Auswahl. Hindelang, wobei der ausscheidet, rein vom Schulweg her. Wörthach, Jungholz, hat ja geheißen, es soll diesen runden Tisch geben. Hier geht es natürlich darum, Lösungen zu finden, wo Schulweg erträglich ist, wo die Fragen der Beförderung geklärt werden. Wo die Kinder aus Unterjoch in Zukunft zur Schule gehen, mit dieser Frage will der Landrat die Eltern nicht alleine lassen. Gerade die Frage des Schulwegs ist dabei von großer Bedeutung. Landrat Gebhard Kaiser hat dazu bereits einige Ideen. Da geht es jetzt darum, vielleicht zu überlegen, muss es denn sein, dass schon um 3:45 die Schule beginnt und damit die Schüler schon früh um 6:30, kurz nach 6:45 schon weg müssen? Oder kann man da auch hier etwas tun? Und vielleicht muss auch die eine oder andere Busverbindung nach Bad Hindelang, nach Oberjoch, haben wir ja Stundentakt und muss das halt aufeinander abgestimmt werden. Und wenn die Eltern sich für Wörthach entscheiden, dann muss man halt da schauen, ob man mit einem VW-Bus oder mit einer eigenen Buslinie die Schülerbeförderung bewerkstelligt. Es ist aber nicht nur die Frage nach dem Schulweg, die in Unterjoch jetzt Sorgen bereitet. Wenn es die Schule nicht mehr gibt, dann könnte das auch auf die ganze Dorfgemeinschaft Auswirkungen haben. Solche Befürchtungen gehen Herbert Landerer derzeit durch den Kopf. Wenn wir uns vom Schulischen her in eine andere Richtung orientieren, heißt es, dass natürlich unsere Kinder auch keinen Kontakt mehr Richtung Hindelang aufbauen können. Ich sehe das eigentlich gerade als sehr, sehr großes Problem, weil Hindelang oder Unterjoch gehört zu der Gemeinde Hindelang. Gerade im Gemeinderat oder im Kommunalen muss eine Zusammenarbeit möglich sein. Also wenn man sich nicht kennt, ich denke jetzt eine Generation weiter, ja, dann wird so eine Zusammenarbeit natürlich immer schwieriger. Wie es wirklich kommen wird, das kann man freilich erst in vielen Jahren sehen. Doch jetzt geht es erst einmal darum, den Kindern aus Unterjoch eine neue Schule zu suchen.